herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Das Parlament hat den Haushalt 2021 gebilligt. Im Mittelpunkt des Budgets steht die Pandemiebekämpfung, das Hochfahren der Wirtschaft und weitere Subventionen zum Erhalt bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen. Viktor Orban sagte in einem Radiointerview, der Haushalt bedeute einen Durchbruch für Rentner und Jugendliche. Der Premier erwähnte unter anderem die Rückführung der 13. Monatsrente sowie die Erhöhung des Mutterschaftsgeldes. Finanzminister Mihai Vorga betonte, im Fokus der Regierung stehe weiterhin die Unterstützung von Familien und Kindererziehung sowie von Rentnern. Die Opposition unterstützt den Haushaltsplan nicht. Die linken Parteien meinten, dieser sei inhaltlich schwach, helfe nicht beim Erhalt von Arbeitsplätzen und sei nicht grün genug. Die Regierungsparteien meinen hingegen, dass das Budget den Alltag der Menschen erleichtern werde. Wären die Vorschläge der Opposition angenommen worden, hätten diese das Land verschuldet, so die Regierungsparteien. Die Abgeordneten entschieden auch über Fragen zu anderen wichtigen Themen. Unter anderem wurde der Vorschlag zum Verbot von Einwegplastik gebilligt. Es wurde auch beschlossen, Witwen bzw. Witwern von Olympiasiegern, die Minderjährige ziehen, den gesamten Betrag der Witwenversorgung zu gewähren. Auch die Förderung der heimischen Getränkeindustrie werde anvisiert, indem unter anderem auf Festivals keine Exklusivverträge geschlossen werden dürfen. Es wurde auch die Aufstellung der Schulpolizei beschlossen und auch darüber entschieden, dass vorbestrafte Personen nicht als Taxifahrer arbeiten dürfen. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte auch dafür, dass Opfern von Straftaten in einem Schnellverfahren Schadensersatz zugesprochen werden könne. Beim Gipfeltreffen der Regierungschefs der Visegrad-Gruppe standen die Themen Wirtschaftssubventionen sowie Migration auf der Agenda. Die Beratung fand diesmal in Warschau statt, nachdem Polen ab dem 1. Juli die Präsidentschaft von Tschechien übernommen hatte. Viktor Orban meinte, als allererstes soll die Pandemie bekämpft werden. Danach soll die Wirtschaft wieder neu belebt bzw. die Migration geregelt werden. Bei diesen Aufgaben könne Polen auf die Unterstützung Ungarns rechnen, fügte Orban hinzu. Ab Freitag Mitternacht dürfen Transitreisende in Ungarn ausschließlich über den hierfür bestimmten Korridor durchreisen. Zur Zeit des Höhepunktes der Corona-Pandemie galt schon die gleiche Regelung. Neben des Pflichtkorridors wurde auch vorgeschrieben, bei welchen Tankstellen und Raststationen Transitreisende anhalten dürfen. Viktor Orban betonte in seinem Radiointerview, die Bewahrung der Gesundheit der Bevölkerung stehe im Fokus der Regierung. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.